Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Minecraft. So, wo waren wir denn stehen geblieben? Wir hatten an der Farm zuletzt noch ein bisschen was korrigiert, weil das mit dem Abfluss war dann sonst, wenn der Abfluss mal verstopft ist. So, das ist natürlich noch nicht der Weisheitsletzter Schluss, aber soll erstmal soweit reichen. Hier fehlt mir gerade noch ein bisschen Dirty Birds Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. So, hier ist es auch soweit in Ordnung. Das Haus sieht natürlich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig aus. Das machen wir aber heute mal nicht. Ah, wir brauchen ja auch noch Schweine und Rinderfarmen und sowas, ne? Und das wäre ja gar nicht so schlecht. Da sollte ich vielleicht mir jetzt erstmal ein bisschen Klarheit im Inventar verschaffen. Da ist ja aller möglicher Krams drin. Den werde ich jetzt erstmal hier wieder auf irgendwelche Kisten verteilen. Hier haben wir zum Beispiel da was drin, was gar nicht reingehört. Dafür haben wir Holz da drin und das da drin. Der, irgendwie habe ich aber jetzt hier das wohl ein bisschen durcheinander gebracht. Habe ich hier jetzt, Holz kommt oben rein. Kisten auch. Erstmal noch nicht. Und, Crafting Tables auch nicht. Hier machen wir nur Redstone rein. Warum das jetzt durcheinander war, da habe ich wohl nicht aufgepasst. Da war ich wohl ein bisschen auch durcheinander gewesen. Was? Das sieht mir ja ganz danach aus. Das sieht nach Mob Drop aus. Das ist verarbeiteter Mob Drop. Das lassen wir mal eben hier. Das haben wir. Das ja auf jeden Fall. Das würde ich sagen, kommt da auch rein. Und dann sollte das auch gewesen sein. Ich weiß nicht, ob das da drin Sinn macht. Die hatten wir, ne? Ach nee, da kommt das hier rein und der kommt da raus. Das hier sind verarbeitete Sachen. Das machen wir dann auch mal. Dann kommt der da auch hin. So. Ich sollte die irgendwann echt nochmal beschildern. Kann ja nicht schaden. Kabel war hier oben. Dann hatten wir hier noch ein paar, da sollten sie rein, die Dinger da. Da habe ich was übersehen, nämlich das hier. Uch, so Ordnung halten ist ja irgendwie auch nicht Herr Sommers irgendwie. Das ist immer so ein notwendiges Übel. Das macht, oh, hier aus meiner veganen Folge noch. Die haben wir ja gar nicht richtig vegan gemacht, aber immerhin so im Ansatz schon mal. Haben wir denn noch Eisen? 11 Eisen haben wir nur noch. Haben wir noch Eisenerz? Eisenerz irgendwo? Haben wir nicht, ne? 11 Eisen. Wir haben eine Spitzhacke, eine kaputte aus Eisen und... Na gut, dann muss dafür wohl jetzt doch erstmal... irgendwie der Kabel herhalten fürs Werkzeug. Was ist das hier mit der Ecke? Das finde ich irgendwie... Ja, inneneinrichtungstechnisch muss ich ja auch nochmal irgendwann was machen, weil wir haben ja... Aber erstmal so die Grundlagen irgendwie, so Viecher, Käfige und Eier und damit man so ein bisschen versorgt ist, weil man hat ja doch ab und zu auch mal Hunger. Und das soll auch auf jeden Fall ist das, halte ich das für wichtig, dass man gut versorgt ist. Zwei Äxte machen wir mal, wer weiß, was wir alles abholzen müssen. Und nochmal eine Schaufel zusätzlich. Ups, da, den muss ich nehmen. Und vielleicht, was ja auch nicht schaden kann, ist nochmal ein Schwertlein. So, und dann überlegen wir uns mal mit der Egge, Sense, Egge in der Hand. Überlegen wir uns mal, wie kann es denn weitergehen? Machen wir jetzt noch ein Kartoffelfeld hier drunter? Das wäre ja natürlich eigentlich auch gar nicht so schlecht.
Müssten wir dann allerdings irgendwie... Ups, ich muss hier mal eben ein bisschen runterfallen. Ich muss da mal runterfallen. Das geht so nicht anders. Hätte ich mir ein bisschen mehr Holz mitnehmen sollen. Hier muss ich wieder hoch. Hätte ich auch hier runterfallen können. Hier irgendwo so ein Feld anlegen. Das, ja, jetzt, da hätte ich gar nicht runterfallen müssen. Ich würde sagen, das kann man mal in Angriff nehmen. So ein Kartoffelfeld. Muss man hier dann noch lang gehen können? Ich denke nein. Wir passen das hier einfach noch so ein bisschen an. Ja, die Erde da, den Felsen tauschen wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen aus. Ups, das war dumm von mir. Da habe ich irgendwie nicht geguckt. Da bauen wir uns mal eben den Weg wieder hoch. Schummeln wir ein bisschen hier uns ein bisschen entlang. Und das mit der Erde vielleicht machen wir dann dazu. Und da noch so zwei. Das war vielleicht doch etwas Fülle. So ein bisschen, dass das auch ein bisschen schick noch aussieht. Ob das geht, schick, weiß ich natürlich nicht. Natürlich wird das nicht schick werden, vermute ich mal. Weil es muss ja hier jetzt doch relativ zügig runter und ich darf dieses Ding da... Nee, das darf nicht weg. Aber das macht nichts. Ich gucke jetzt erstmal, wie weit geht's denn. Und vielleicht kann man da ja auch mit Holzstreben noch irgendwie arbeiten. Das, vielleicht kriegen wir das doch schick hin. Wir gucken mal, was in dieser Folge so was dazu bringt, diese Folge. Was die mit uns macht, was die hier mit der Landschaft macht auch. Und dann entscheiden wir mal, ob wir das so lassen können oder auch nicht. Lass mal hier so ein bisschen Dirt weg noch. Ei, eine Schaufel. Gut, dass wir noch eine in Reserve haben. Vielleicht wären zwei Schaufeln in Reserve auch gar nicht so eine schlechte Idee gewesen. Habe ich aber nicht gemacht. Tja, dann müssen wir eventuell nachher mal mit der Hand weiter puddeln. Das kann ja auch immer mal so sein. So, Stone überlege ich gerade. Habe ich noch einige, ne? Wie weit haben wir denn da? Ach, da können wir jetzt mal auch so ein bisschen reingehen, dass das vielleicht so ein bisschen schräg da drunter ist. Ich muss halt nur aufpassen mit dem Wasser. Und dann legen wir hier nachher noch eine Steinschicht drunter. Und eine Ebene nach unten müssen wir noch. Okay, ich glaube, ich habe jetzt so ungefähr so ein Bild, wie ich das hier haben möchte. Also ungefähr so ein Bild, wie ich das haben möchte, habe ich. Solange das hinhaut. Ach, die hätte ich da jetzt weg, nicht wegmachen müssen. Die hätte ich da jetzt wegmachen müssen. Oh, die Spitzhacke. Oh, aber die war ja eh nicht mehr, die war ja nicht mehr gut hier. So, dann müssen wir nachher mal ein bisschen mit, schon wieder den, andauernd verliere ich hier den Fokus. Ich weiß immer aktuell nicht, warum dem so ist. Habe ich noch irgendwelche Programme nebenbei im Hintergrund laufen, von denen ich nicht weiß, dass ich sie irgendwie im Hintergrund laufen habe? Ich glaube nein. Gucke ich aber jetzt auch nicht nach da. Das muss man eben einfach so. So, da kommt nachher, genau, da kommt nachher Stein hin und der kommt weg. Da kommt auch Stein drunter, der kommt weg. Der kommt noch weg. Der kommt weg. Den darf ich da, glaube ich, nicht. Doch, den darf ich. Welcher war denn das da jetzt, den ich nicht darf? Ach, das können wir schon so erstmal lassen. Hier muss noch ein bisschen was weg. So, dann brauchen wir hier vorne gleich noch ein bisschen Platz. Den können wir ja mit Dirt mal so ein bisschen auffüllen, hoffe ich. Ja, du kommst da auch weg. Da machen wir mal Dirt drüber. Dirt Devil. Oh, da. Oh! Darf ich das sagen? Ist das nicht irgendeine Staubsaugermarke? Nicht, dass ich mich da jetzt irgendwie hier straffällig gemacht habe. Also, weil die das nicht wollen, dass das im Zusammenhang mit Minecraft, mit dem ganzen Dirt, der hier so immer so rumfliegt, erwähnt wird. Dieser Markenname Dirt Devil. Hat jemand so einen Staubsauger? Ich war neulich mal überlegen, ob ich mir so ein beutelloses Känguru einfach mal kaufe. So einen beutellosen... Ja, ich glaube, das ist okay. Jetzt muss ich aber doch irgendwie nach oben. Hier geht's nur runter, Herr Sommer. Hallo? Ach, jetzt habe ich mir den schönen Weg, den es da immer gab, habe ich mir kaputt ge... Den habe ich mir...
Okay, da musst du da weg. Und du musst da auch weg. Nur so lange, bis es jetzt... Es wird nämlich schon wieder dunkel. Hui. Yep. Zack. Zu und schlafen. Na, dann kann ich ja schon mal ein bisschen... Cleanstone, 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 Cleanstone. Richtige Kiste. Oh, das war jetzt aber auch mehr Glück als gewusst. So, jetzt sollte man aber schlafen können. Dann kann ich nämlich mal eben ein Schlückchen trinken. Und dann geht's auch gleich weiter. Frisch ans Werk. Lalalalalala. Ja gut, dann müssen wir das nachher da hinleiten, oder das, die... Ah, dann werden wir schon irgendwie, werden wir da... Habe ich Holzpfeiler? Ich habe keine Holzpfeiler. Ich nehme noch mal Holzpfeiler mit. Also, Baumstämme. Na los, komm, rein da. Zis. Manchmal bin ich navigationstechnisch echt ein Versager. Ich nehme mal einfach mal die da mit. Und dann nehme ich auch noch das mit. Und ich nehme auch mal das mit. Und... Das soll erstmal reichen, denke ich. Ansonsten muss ich halt nochmal wieder hier hinrennen. Ist ja auch kein größeres Problem. So. Jetzt muss ich mir mal eben hier eine Leuchte setzen. Hier ist quasi die Höhe des Abflusses. Und hier ist ein Wasser. Da ist Wasser. Das ist auf der anderen Seite auch da, oder? Da ist Wasser. Und das Feld selber geht von da. Das ist vielleicht jetzt doof, den da hinzumachen. Von da bis da. So, dann erstmal ein bisschen markiert hier. Oh. Hoffentlich kann ich das von hier auch noch erblicken. So, das Feld war von da. Bis dahin geht das Feld, dann, und da kommt das Wasser. Und da kommt Wasser. Das Wasser sieht da ja gar nicht so schlecht aus. Es wäre natürlich schön, wenn das weiter hinten, aber ich kann es ja auch von da hinten. Also muss ich hier noch ein bisschen was wegbuddeln. Nicht so viel, aber ein bisschen. Ach, der kann ja erstmal bleiben. Ne, zack, Werkzeug wieder wechseln. Jetzt natürlich die Frage, wie weit geht das? Das ist natürlich die Frage. Hier mache ich also einen kleinen Stich hinein in den Berg. So, und dann arbeite ich gleich mal mit F3. So, mit F3 gleich mal eben. Und dann können wir da vielleicht auch noch ein bisschen, dass das nicht ganz so blöde ausschaut, eventuell. Können wir da vielleicht auch noch ein bisschen... rumhampeln mit so F3 habe ich gesagt. F3. Welche Koordinate ändert sich denn? 233, 91, 130. Das kann ich mir sowieso nicht merken. 203 minus 203. Ich schreibe mir das auf. Ich habe ja hier einen Zettel. Ich habe ja alles hier in näherer Umgebung. Also XYZ minus 233. 91, das ist am wichtigsten, und 130. So, F3 weg. Dann nochmal wieder nach oben gewurschtelt. Und den lassen wir mal, wie er ist. Aber, obwohl, da können wir nachher noch einen Wasserfall von machen. Jetzt müssen wir mal eben 232. Hatte ich nicht vorhin was von 233 gesagt? Habe ich jetzt die falsche Ebene hier? Habe ich bestimmt falsch gemacht, ne? Habe ich bestimmt falsch gemacht. War das der? Und das war das Feld? Ach, das wird sich schon irgendwie, wird sich das schon erstmal bauen, hinterher nachdenken, korrigieren. Das kennen wir ja von mir schon. So, da müssen wir mal eben kurz das Feld jetzt austrocknen. Zack. So, da soll das Wasser so ein bisschen runter auffließen. Auf Ebene, was habe ich gesagt? 91. Muss ich denn selber hier nachher noch rauskommen können? Nee. Und dann auf 90. So, und hier soll jetzt das Wasser irgendwie lang fließen. Genau. So,
hatte ich mir das gedacht mit der Bewässerung. Ein Eimer Wasser für alle Felder. So hatte ich mir das gedacht. Das sieht natürlich jetzt hier ein bisschen kacki aus. Kacki sieht das aus. Und ich habe kaum noch, ich hab Hunger. Ich könnte aber mal so ein Schnitzel essen einfach. Guckt, Porsche, ich habe es trotzdem gebraten angemalt in der Textur, weil ich gekochtes Fleisch finde ich irgendwie, muss ja nicht sein, oder? Kein gekochtes Fleisch. Kann ich den da dicht machen? Hier kommt sowieso einer hin. Kann ich den da dicht machen? Den machen wir mal dicht. Oh, der war falsch. Oha. Oh, 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 oh. Der, jetzt habe ich den schon wieder falsch gesetzt. Hallo, Herr Sommer, ein bisschen Obacht hier. So, und dann soll das hier runterfließen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, das sieht ja super. Das ist ja quasi fast wie absichtlich gewollt. Und da sind wir ja nicht so. Machen wir hier noch einen Wasserfall erstmal runter. Erstmal. So bis dahin. Bis da. Und sagen mal eben oben Wasser. Marsch! Arsch. Wassermarsch. Jetzt komme ich hier wieder nicht hoch. So ein Kack. So ein Kack-Kack. So ein Doppelkack. So ein Scheiß-Pisskack. Pisskack-Scheiß. Aber wir können ja hier noch ein bisschen. Das ist ja. Können wir den da? Dürfen wir den? Den dürfen wir, glaube ich, nicht. Aber den können wir noch mal ein bisschen. Ein bisschen hier, so ein bisschen Struktur noch reinbringen. In die Oberfläche. Ah, da können wir auch ruhig. Da müssen wir gar nicht. Da könnte man theoretisch auch ruhig die Erde so lassen, weil wir stützen das ja ab. Oh, schon wieder eine Hacke. Gut, dass ich noch eine habe. Passt auf, das haut nachher genau hin mit den Hacken. Ich habe genau exakt so viele Hacken und alles Mögliche, wie ich jetzt genau hier brauche. All die Weile. Da kommt nachher die Abernte-Mechanik rein. Eins, zwei. Hier kommt eine Mauer drauf, irgendwie, vermute ich. 1, 2, 3, 4, 5. Da tropft es schon. Ups. Das ist ja. Ach, das können wir auch nicht lassen. Mauer 1, 2, 3, 4, 5 breit. Mauer. Und hier muss auch noch Wasser lang. Düdel, düdel, So, da kommt nachher irgendwie die Aberntemechanik hin. Das, einer zu viel. So. Jetzt müssen wir hier ein bisschen was mit stützenderweise müssen wir hier mal eben. Was habe ich gesagt? Hier kommt die Mauer hin, ne? 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Dann kommt hier noch so eine Stütze hin. Die machen wir auch ein bisschen. Die muss ja auch im Boden ein bisschen versenkt werden hier.